schon. Viel Sport gemacht habe ich auch vorher schon. Viel getrunken habe ich auch vorher schon. Meditiert habe ich auch vorher schon. Habe ich alles vorher schon gemacht. Was habe ich geändert? Ich nehme sehr hohe Dosen Vitamin D. Dann ist die Pandemie beendet. Ganz einfach. Wo liegen die Toten? Ich sehe keine Toten am Rinnstein liegen. Wo sind sie? Wo sind die ganzen Leichen? Wo sind die Alarmglocken, die Tag und Nacht nicht aufhören zu spielen oder zu ertönen? Ganz genau. Wenn man bei Google eingibt, Befreiung von Maskenpflicht, dann kommt da gleich als erstes der Teil vom Bußgeldkatalog, wo es um Befreiung von Maskenpflicht geht. Richtig duft, Andrea. Du hast wirklich viele Infos rausgehauen. Du hast super gesprochen. Also der Mann ist schon nicht so doof, wie uns die Herrschaften da drüben erklären wollen, und schon gar nicht so schlecht. Ganz im Gegenteil. Meine Überzeugung ist, ohne Wladimir Putin hätten wir ja längst den Dritten Weltkrieg. Ich habe heute Vormittag schon gesprochen. Bis dahin sollte ich mich ein bisschen beruhigen. Aber ich beruhige mich nicht! Wisst ihr wieso? Weil ich die Schnauze voll habe! Man hat mir Urkundenfälschung vorgeworfen heute. Ich bin aus dem medizinischen Bereich und wir Pfleger lachen über diesen Mundschutz. Trump hat schon gesagt, das ist nur eine Pandemie. Und deswegen seht ihr ja, was passiert ist. Dieser Mann ist nicht mehr Präsident, obwohl er gewählt wurde. Und das Gleiche passiert hier auch. Hier sind nur Lügen, Marionetten. Und denen gedroht wird, jetzt kommt das Jugendamt. Aber es kommt nicht. Ich bin selber Vater und ich scheiß drauf. Meine Kinder tragen keinen Mundschutz. Wie schon meine Redner vor mir sagten, es gibt kein Links, Rechts oder was auch immer. Wir sind ein Volk und wir haben alle ein Ziel. Das ist die Freiheit. Mein Name ist Dr. Matthias Heger. Ich bin ebenfalls 500 Kilometer angereist, extra hier für diese Demo, ja, um mit euch in Berlin gegen diese Corona-Irrsinnsmaßnahmen zu demonstrieren, weil wir dürfen uns das nicht mehr gefallen lassen. Habt ihr bei Horst Seehofer zum Beispiel mal richtig zugehört? Er hat sich mal in einer Talkshow hingesetzt und hat sich die Unverschämtheit rausgenommen, um zu sagen, die Politik wird gesteuert von der Pharma. Sie wollen die Bargeldabschaffung. Geht mal mit der Maske in den Supermarkt und zieht diese Maske ab im Supermarkt. Ihr glaubt gar nicht, ihr werdet fast verprügelt von den Menschen da drinnen. So gespalten ist das Volk. Mein Statement zur Lage der Nation. Ihr sollt alle nicht immer jeden glauben, der euch irgendwas sagt. Guckt selber nach. Disclaimer: Wer unbedingt geldlos werden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden.
Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up.